Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, keine schlechte Kulisse hier, ne? Oder? Kann man nicht sagen. Ja, wir haben Ende des Jahres 2022 und ich wollte noch mal was zu unseren neuen Partnern sagen. Ja, ich hatte ja angekündigt, dass wir in Bayern mindestens einen Partner dazu bekommen. Das hat dieses Jahr nicht geklappt. Das haben natürlich viele von euch bemerkt. Es geht im Endeffekt darum, wenn man eine Anfrage bekommt und das wird dann spruchreif, dann trifft man sich mal, da redet man miteinander, guckt man sich die Gegebenheiten an, fährt man mal die Kilometer ab. Das ist natürlich alles jede Menge Arbeit. Und die habe ich mir bis jetzt auch immer gemacht. Und ja, das ist ein Boot hier, was auf dem Rücken liegt. Ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, und das hat dieses Jahr zweimal nicht gepasst. Also ich bin ja jemand, der eine Vorgabe hat. Das muss, ich sag mal, einen gewissen Standard muss das schon erfüllen. Und der ist bei uns hoch. Und das fängt bei der Qualifikation des Mitarbeiters an und hört bei der Werkstatt und des Equipments auf. Und zuletzt dann auch natürlich die Bereitschaft oder auch menschlich das Ganze. Und das hat zweimal nicht geklappt. Wo das jetzt genau dran gelegen hat, da will ich ja nicht mehr drüber reden, da habe ich auch ja keine Bock drauf. Das haken wir ab. Aber ich werde für 2023 einen neuen Versuch starten. Und deswegen mache ich auch das Video. Wenn also da jemand Bock hat, in Bayern, Großraum Bayern und Hessen, Anfang Hessen, also die Grenze zwischen Hessen und Bayern und dann im tiefen Bayern, Lust hat, ein GNS-TV-Partner zu werden, dann meldet euch bei mir. Ja, man kann über alles reden. Das ist eine Riesenchance, die man da hat. Ja, ich habe das auch nicht gedacht, dass wir da auf dem Markt ja, den Bekanntheitsgrad von GNS TV noch bekannter machen können, um auch diese Werkstätten zu führen. Wir machen aber auch einen guten Job. Also da braucht man sich nicht verstecken. Ja, wir haben gute Mitarbeiter. Überall läuft ein Meister rum oder mehrere. Ja, guckt euch die ganzen Betriebe an, da wird ständig in Werkzeug investiert, in Equipment, in Weiterbildung. Ja. Ständig ist irgendeiner nicht da, weil er auf irgendeiner Weiterbildung ist. Das ist schon der Wahnsinn und das wird auch so vorgegeben. Ja. Und das wird auch nicht auf einem Hinterhof irgendein Mist montiert. Ja, da schauen wir mal, da müssen wir mal gucken. Und ja, vielleicht klappt das ja. Ja, weil ganz ehrlich, Leute, was man hier in Spanien so sieht, und das hat mich eigentlich auch veranlasst, das Video noch mal zu machen, wenn man sieht, was hier an Arbeiten abgegeben werden, wo man den Kunden mit auf Reisen schickt, das ist haarsträubend, Leute. Ganz ehrlich, das ist nicht bei allen Fahrzeugen so, das ist klar, aber bei vielen. Gestern zum Beispiel oder vorgestern war, der hat ein Autark-System bekommen, irgendwo in Bayern. Ja, gut, Namen sagen wir jetzt natürlich geil. Irgendwo in Bayern, ich spiele auch ja keine Rolle, eine kleine Firma. So. Steht aber am Stecker, am Strom. Ne? Ich sage, du hast mir doch erzählt, du hättest ein Autark-Paket. Ja, aber es funktioniert nicht. Ne? Nach spätestens anderthalb Tagen sind meine Batterien leer. Ne? Gut, das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ja, wenn man das macht, sage ich immer, dann lass es das richtig machen. Ja, du musst natürlich eine Bedarfsanalyse machen. Der Kunde braucht eine vernünftige Beratung, muss gucken, welches Auto kommt er mit, was hat er für Gegebenheit, was sind da für Geräte verbaut, was will er machen, wo fährt er hin, wie lange fährt er dahin, ist er in Rente, ist diese Bedarfsanalyse, ist das A und O für eine. So, das machen wir bei uns und deswegen funktioniert das. Ja, also mein Fahrzeug zum Beispiel, ja, ich stehe jetzt schon eine ganze Woche, ich stehe schon am gleichen Platz ohne einen Stromanschluss. Ja, und das funktioniert. Ja, dann haben wir den Sonnengott noch im Programm, um das Ganze noch so ein bisschen zu unterstützen, der jetzt nicht so viel aufs Dach kriegt oder so. Ja, und damit wollte ich nur sagen, es geht, wenn man das will. Das geht. So, und das ist auch bei meinen Partnern so. Und deswegen hat das nicht geklappt. Also Leute, wenn da draußen jemand ist, der eine schicke Werkstatt hat, der qualifiziert ist, an Wohnmobilen zu arbeiten, der von uns eingearbeitet werden möchte, von mir. Ich mache das ja immer noch selber. Ja, meine Partner unterstützen mich mittlerweile dabei, weil die natürlich auch schon besser sind als ich. Ja, das ist einfach so. Und das wollte ich auch genauso haben. Ja, wenn du nichts mehr machst, ja, nur noch
Geschichten erzählst, dann musst du dich nicht wundern, wenn irgendwelche Leute besser werden. Aber das ist ja ganz normal, das ist ja auch gewollt. Aber ich mache das jetzt 30 Jahre und ich kann dir schon hier und da noch was vermitteln. Also sag mal, wie das Geschäft abläuft oder wie man mit Kunden umgeht, um den nachher auch zufriedenzustellen, um auch herauszukitzeln, was braucht der Mann überhaupt und die Frau? Was wollen die? Was wollen die wirklich? Was erzählen die und was brauchen die wirklich? Also solche Dinge werden von mir geschult. Da sind wir auch mit einer der führenden Firmen in Deutschland, die das können. Ja, das haben wir immer wieder bewiesen und das sagen auch unsere Kunden. Und das können wir auch überall nachlesen. Ja, also wenn da jemand für 23 sich verbessern möchte, erweitern möchte, ja, wir haben ja schon Werkstätten, die schon einen Bosch-Service haben. Ja, Bosch-Service Warnken zum Beispiel in Bockhorn oben, ja, der macht schon 25 Jahre Bosch-Service, ja, der hat jetzt GNSTV, der ist jetzt GNSTV-Partner, ja, in einer separaten Halle daneben, das ist einfach geil. Ja, da sind natürlich Leute, die denen brauchst du nicht mehr erklären, wie man eine Batterie einbaut oder wie krimmt man vernünftig eine 95 Quadratleitung oder wie berechnet man einen Kabelquerschnitt. Das ist alles Dinge, da bringe ich schon mit und das ist die Voraussetzung, die ich habe. Also ich werde niemals einen Quereinsteiger, der vorher als Gärtner gearbeitet hat und die Ausbildung nicht hat, den werde ich auch nicht als GNSTV-Partner nehmen. Also das ist vollkommen ausgeschlossen. Das hat nichts Menschliches zu tun, das ist einfach wie in der Qualifikation. So, insofern muss das passen. Und das hat jetzt zweimal nicht gepasst und ich werde da auch nicht locker lassen. Also wer da in Bayern Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten, der mit uns einen GNSTV-Partner-Deal möchte, der kann das gerne machen. Ja, ich blende mal die Homepage ein. Wir haben ein Kontaktformular, wir haben aber auch ein Partnerformular, das gibt es extra auf der Homepage. Oder wer jemanden kennt, der eine Werkstatt hat, oder wer jemanden kennt, wo der sagt, Mensch, der käme mir eigentlich in Frage dafür. Das ist der Mann, der dümpelt da aber vor sich hin, hat da 3-4 Wohnmobile im Monat stehen oder macht das schon länger, möchte sich aber etablieren, weil neben dem eine größere Firma ist, das ist alles ja kein Problem mehr damit. Ja, ihr könnt mir das gerne auch vermitteln. Ja, ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der eine Werkstatt hat. Alles ja kein Problem. Ja, wichtig ist natürlich, die Gegebenheiten müssen stimmen. Wir müssen mit dem Wohnmobil in die Werkstatt kommen, auch mit größeren Wohnmobil, wenn es geht. Und die Qualifikation muss stimmen. Und es gibt viele Betriebe in Deutschland, die haben einfach die Qualifikation. Die haben auch das Zeug dafür, trauen sich aber nicht richtig. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil dann kommt der Guido auf den Plan. Ja, und wer sich nicht traut, der wird von mir in die richtige Richtung geschult. Da drücken wir es mal so aus. Und zwar so lange, bis das funktioniert. Das haben wir jetzt bei den anderen 4 Partnern auch gesehen. Da funktioniert das auch hervorragend. Da wird hier und da noch mal nachgearbeitet. Auch das ist ganz normal. Wir sind auf alle elektrotechnischen Dinge geschult. Wir sind auch konzessioniert dafür. Das ist auch ganz wichtig. Ja, ich selbst hab 2 große und wichtige, beziehungsweise, Entschuldigung, 3 Konzessionen für sowas. Und dann ist auch wichtig, dass man das hat. Also, nochmal, Werkstatt Bayern 2023. Da würde ich gerne noch einen vernünftigen Betrieb an Land ziehen. Ja, der soll auch nicht dem sein Schaden sein. Ja, wenn man sieht, was die anderen für einen Umsatz machen. Ja, da werden Umsätze gefahren. Das ist einfach geil, Leute. Ja, wer sich das da durchgehen lässt, mit ein bisschen Mut, ja, ist das eigentlich in kurzer Zeit zu erreichen. Weil ich sage immer, und das ist auch das Schlusswort, wenn ich anfangs mit einem Partner zu tun habe oder hatte, dann ist das immer so, die können das, die wissen das nur noch nicht, dass sie das können. Ja? Und dann komme ich auf den Plan. So einfach ist das. Also nochmal, Bayern, Werkstatt, GNSTV, Partnerbetrieb in Bayern, her damit. Ja, ich habe ja jetzt auch Zeit, alles mir mal in Ruhe anzuhören und E-Mails zu beantworten und Fotos hin und her zu schicken, vielleicht auch schon mal Partner dorthin zu schicken. Mal schauen. Ja, aber erstmal Anfrage und dann will ich hoffen, dass wir im Jahre 2023 in Bayern auch mega vertreten sind mit einer Firma, die auch ein paar Arbeitsplätze hat, sodass wir dann auch mal eine gewisse Anzahl an Wohnmobile bearbeiten können. Das ist immer wichtig. So ein Hinterhofladen, das ist nichts für uns, das machen wir auch nicht. Ja,
Kulisse nochmal. Hier, ich bin jetzt in Almerimar am Strand. Habe eine Fahrradtour gemacht bei dem Wetter. Kurze Hose, T-Shirt. Da sind auch viele Leute, die das gerne wollen. Auch viele Wohnmobilisten. Die haben auch die Ausrüstung schon. Ja, die brauchen gar nicht mehr zu uns kommen. Trauen sich aber nicht. Habe ich auch jetzt mit vielen gesprochen. Ne? Die schreiben mir ja dann eine Mail. Hey, Kido, wie ist es denn da? Wie hält es denn da so lange aus? Ja, ich sage, was soll ich sagen? Natürlich hält es hier lange aus. Ja, du musst halt nur ein bisschen... Und du musst dich halt nur ein bisschen umstellen. Wenn du so ein Arbeitstier bist oder warst, so wie ich, musst du dich natürlich ein bisschen umstellen. Ja, das ist ja klar. Du musst ein bisschen runterkommen, du musst halt anfangen zu leben. Ja, und das fehlt einigen noch. Die trauen sich nicht. Fahrt einfach mal hierher. Macht das, probiert das doch mal aus. Wenn das nichts für euch ist, könnt ihr euch immer noch am Absatz umdrehen und wieder nach Hause fahren. Also ich kann euch das nur empfehlen. Wie gesagt, wir haben jetzt fast Jahresende und ich sitze hier bei, weiß ich nicht, 25 Grad, 23 Grad, ist ganz locker. Mir läuft der Schweiß schon hinten an der Mütze runter. Ja, also vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Auch die, die jetzt keine Werkstatt haben, über Künjan bitte mal überlegen, für wen käme da die Frage, wen kann ich da empfehlen? Und dann kontaktiere ich den und dann kontaktiere ich dich wieder. Das ist ja Ehrensache, das ist ja klar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, wenn ihr noch frei habt. Lasst es euch gut gehen. Macht was draus. Esst was Gutes. Trinkt was Gutes. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNSTV.